Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir haben ja letztes Mal angefangen in der Karriere bei der Rally. Doch, wir haben jetzt ein paar Credits gesammelt und ich möchte euch ja dann auch gerne mal was anderes zeigen. Und zwar, ich möchte mit euch gerne ein Fahrzeug kaufen. Jetzt ist nur die Frage, wo kann man das hier machen? Ja, also ich finde es immer so ein bisschen lustig, hier geht's nicht. Ah, mein Team! Wir wollen uns ein Auto kaufen oder einen Wagen kaufen im Autohaus. Und zwar, ich habe mir da schon eins ausgesucht. Und zwar, ich habe mir hier gedacht, warum denn nicht den lieben Subaru? Der gefällt mir auch. Der ist auch, hat 280 PS. Wiegt ein bisschen mehr. Da könnten wir ein bisschen mehr mitmachen. CCC ist sowieso alles das Gleiche. Deswegen, wir kaufen uns doch einfach mal. Auto. Gute Wahl. Jetzt kannst du mit deinem eigenen Team an Meisterschaften teilnehmen und wesentlich mehr Anerkennung verdienen. Das ist zwar mehr Arbeit, dafür sind die Belohnungen umso höher. So, das ist unser Einstiegsauto quasi. Natürlich wieder in den USA. Und das ist ja unser schöner Wagen. Oh, und der Wolf ist immer noch unser schöner Teamkollege. Und mein Beifahrer. Team ist, dass du Muster und Farben beliebig auswählen kannst. Alle deine Autos bekommen das gleiche Branding. Du kannst den Look deines Teams jederzeit ändern. Okay, wir fangen nicht beim Teamnamen an. Das machen wir zum Schluss. Wir haben Teamfarben. Och, das finde ich geil. Oh, sowas liebe ich. Oh ja, geil. Premiere mit 2. Jetzt ist immer die Frage, was ist die 2? Ah, ne, kopieren. Farbton, Sättigung, alles klar. Auffällung, das heißt, ich kann hier komplett hell gehen. Oh mein Gott, da könnte ich wieder Stunden mit verbringen. Ne. Eigentlich hätte ich so gerne so ein richtig schwarzes Auto. Aber das gibt es hier. Moment, es muss geben. Es müsste eigentlich schwarz auch geben. So richtig schön, oh, pechschwarzes Auto. Ja. Es geht sogar. Alles auf 0. Alles auf 0 ist schwarz. Jo, stimmt sogar. Alles 0 ist schwarz. Dann hätte ich noch eine Sekundärfarbe. Gucken, wo ist denn die? Sehe ich nichts von, okay. Temporäre Farbe, okay, das ist ein bisschen eindeutiger. Nö, auch nicht. Ah, wenn ich auch mehr Sättigung reinmache, dann ändert sich da vielleicht auch ein bisschen was, ja. Auffällung. So ein schöner Rotton. Das kann man ja eh alles umändern. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Auto sehen wollt. Nehmen wir noch ein bisschen, ja, blau mit rein. Unten, dann passt das schon. Okay, das sieht gut aus. Okay, danke. Fahrerdetails. Fahrernummer. Ja, das ist ja eindeutig. Ich nehme die 7. Oder ich nehme nur die 7. Weil 7 ist meine absolute Lieblingszahl. Also von daher passt das. Ich will keinen Hintergrund. Das ist... Und alles schön. Okay. Gelb hätte was. Oder was? Also so Gelb-Grünton eher. Orange. Ne, schwarz auch nicht. Dann bleiben wir doch bei weiß. Machen wir alles weiß. Sponsoren. Sponsor hinzufügen. Kannst du Geld für dein Team sammeln? Okay. Hat bereits das Interesse von Ryger Racing Suspension und Elenox Media Group geweckt. Wir sollten uns für einen der beiden entscheiden. Okay, wer bringt mehr? Die Kleidung und Zubehör gibt mehr. Wie andere Teams, für die du fährst, geben dir auch Sponsoren-Eventziele vor. Erreiche das Ziel, um deine Beziehung zum Sponsor zu verbessern und noch mehr Geld und Spezialbelohnungen zu erhalten. Okay, Dauer des Vertrags. Durch das Akzeptieren dieses Vertrags stimmst du den oben genannten Bedingungen für die Dauer von 2 Meisterschaften zu. Die von deinem PR-Agenten Bob Hartmann ausgehandelt findet. Da legt vorder mein Team eine Summe von 1700 an, um unsere Marke zur Schau zu stellen. Akzeptiert. Ja, man sieht es aber nicht. Angebotsqualität. Der Rest ist noch gesperrt. Okay. Das muss man sich wahrscheinlich dann frei erkaufen. Farbmuster. Okay, das fand ich das erste eigentlich schon nicht schlecht. Nee, so gestreift. Ich bleibe jetzt erstmal dabei. Wie jetzt kommt der Team Teamname. Ja, da. Such dir einen guten Namen aus. Das kann man ja eh noch umändern. Wenn ihr einen Teamnamen habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich habe mir was überlegt. Mal gucken, wer von euch, ja, die Anspielung versteht. Der kann das auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Und das war's eigentlich auch schon.
Marken, Teammuster, Teamfarben, Sponsoren haben wir alles. Dann möchte ich gerne den Markenbereich verlassen. Mitarbeiter sind sehr wichtig für ein erfolgreiches Team. Sie reparieren dein Auto, suchen Sponsoren und helfen dir auf der Strecke. Ich habe einen PR-Agenten, Beifahrer und Spotter für dich abgestellt. Jetzt musst du nur noch einen Chefingenieur dazu holen. Okay, was hätten wir denn da Schönes? Der Chefingenieur begutachtet den Schaden und schätzt die Reparaturdauer ein. Okay. Er wird dein Auto auf jedes Event abstimmen. Du kannst es dann immer noch deinem eigenen Fahrstil anpassen. Tuning, Einschätzungsvermögen, Diagnostik, okay. Vertragsdauer dauerhaft. Okay, wir haben 12 Anwärter. Okay. Jetzt ist die Frage, ja, wen nehmen wir denn? Und wir haben, die haben auch alle eine Gebühr. Unerfahren. Okay. Das reicht nicht. Also ich kann nur von 6 wählen, dann würde ich einfach mal sagen, wir mal einen der teureren. Also einer von den beiden hier. Einschätzungsvermögen. Also vom Tuning her geben die sich nicht viel. Welchen von den beiden? Ich entscheide mich für den. Mitarbeiter können in vielerlei Hinsicht dein Team verbessern und verdienen ihr Geld durch deine Siege bei Events. Einige Mitarbeiter haben Zeitverträge. Du solltest dich also regelmäßig um dein Team kümmern. Alles klar, das ist auch komplett neu im Vergleich zu Dirt Rally. Wir sind sehr erfreut, dir einen dauerhaften Vertrag anbieten zu können. Wenn du dieses Angebot akzeptierst, wird dir die Position als Chefingenieur 3% der Einnahmen von jedem Meisterschaftsevent, an dem wir teilnehmen, einbringen. Ich bin immer Geld geil, deswegen muss ich 1% machen. Nein, wir machen 3%. Wirst du Einrichtungen kaufen können, um dein Team zu erweitern. Stelle mehr Ingenieure ein, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. So, das war's fürs Erste. Du kannst jetzt mit deinem Team loslegen. Ich kann sogar noch einen Techniker einstellen. Reparieren dein Auto während der Events. Wenn sie bei Reparaturen zusammenarbeiten, kannst du im Servicebereich Zeit sparen. Der eine war echt nicht schlecht. Das fand ich gerade interessant. Der erste! Ja, da kriegst du auch, okay. 6 Meisterschaften, den unterbiete ich auch mal gleich was an. Weil der kann auch was. Damit hätten wir das eigentlich schon voll. Die E-Agenten könnte ich auch noch was machen. Ist wichtig für neue Sponsoren und bessere Verträge. Okay. Beifahrer. Beifahrer sollte dir bekannt vorkommen. Seine Aufgabe ist es, bei Rallye-Events Kurven und Gefahren der Strecke anzusagen. Das macht dich besser. Ja, aber ich habe gerade gesehen, wir haben nur einen Deutschen. Spotter helfen dir bei Landrush und Rallycross-Events. Sie sitzen aber nicht bei dir im Auto wie der Beifahrer, sondern stehen auf einem Turm neben der Strecke und kommunizieren mit dir über Funk. Okay, es ist auch interessant. Aber das ist auch immer nur sprachenabhängig, sehe ich hier gerade. Ja, der kann Deutsch, der Rest spricht die andere Sprachen. Deswegen sind die alle umsonst. Interessant. Ich würde sagen, das ist erstmal, ja, das Team. Und damit kann ich hoffentlich jetzt normal an einer Karriere teilnehmen. Wäre zumindest geil. Ich wollte hier unten gerne weitermachen. Aber da kann ich wahrscheinlich nicht mal mit meinem Fahrzeug ran. Wie kann ich jetzt mit meinem Fahrzeug daran teilnehmen? Gar nicht. Nee, es geht nicht. Ich besitze nicht ein Fahrzeug dieser Klasse. Super, das heißt, man müsste hier erstmal Punkte sammeln. Oder kann ich irgendwo. Hier kann ich den Subaru doch nehmen. Ja, perfekt. Dann machen wir doch das hier. Sind 4 Strecken. Wir bleiben natürlich bei den Einstellungen, gehen direkt los. Ohne große Umschweife hier. Wertungsprüfung 1 von 4, Länge 4,31 Kilometer, 15 Meter hohe, grober Schotter, das hatten wir auch noch nicht, Servicebereich und 14.15 Uhr starten wir. Es ist hier bewölkt bei uns. In Australien. Da waren wir noch gar nicht, bisher waren wir immer nur in den USA. Oh, das sieht echt grober Schotter aus. Das sieht brandgefährlich aus. Erster Eindruck, schließ das Event als erster deiner Fahrzeugklasse ab. Schließ das Event mindestens auf Platz 15 ab. Schnellste Zwischenzeiten, erreiche 4-mal die schnellste Zwischenzeit im Event. Saubere Wertungsprüfungen. Schließe während des Events mindestens eine saubere Wertungsprüfung ab. Alles klar. Wir haben keinen Regen und ich bin gespannt. Also man kann ja quasi die Karriere machen, aber ich will natürlich mit meinem Fahrzeug fahren. Ist doch logisch, oder? Wer hätte das jetzt nicht von euch gemacht? Ich würde einfach mal sagen, wir gehen direkt rein.
Viel Glück. Dankeschön. Den groben Schotter kenne ich jetzt noch nicht in diesem Spiel. Deswegen mal schauen, wie der so ist. Deswegen los geht's. 3, 2, 1. Los. Vorwärts. Links 3. In Kuppel rechts 3. In links 2. Achtung, links 3 verengt sich. In rechts 4 macht auf lang. 80 durch Senke. Der lässt sich schön fahren. Links 5, nicht schneiden. Links 4 macht zu, nicht schneiden. In rechts 3. Boah, ist nicht einfach mit dem groben Schotter. 60, rechts 3, 60, nicht schneiden. Rechts 2, nicht schneiden. Oh, das war die Kamera, das wollte ich nicht. Links 3, nicht schneiden. Bring mich aber nicht aus dem Konzept. In links 2. Vorsicht, rechts 2. In links 3, Kuppe. Boah, hier ist alles wieder enger. In rechts 4. Senke. Welle. 100 durch Senke. Bruder, shit, nehmen wir mal knallhart Kuppe, mit. Vielleicht Sprung, 80. Links 2, 60. Links 3. Senke. Links 3, alles klar. Also es wirkt sehr Arcade-lastig, das Spiel leider. Senke. In Kuppe, vielleicht Sprung, 80. Senke. Kuppe. 100 durch Senke. Kuppe, vielleicht Sprung, Senke. Achtung, links 3, verengt sich. In rechts 4, macht auf. Ich habe da gesehen, dass da eine Kurve kommt, aber das ist mir zu spät angesagt. 80 durch Senke. So, dann muss ich mich leider zurücksetzen lassen. Die Kurve hat mir zu spät angesagt. Rechts 5, nicht schneiden. 80 durch Senke. Links 5, lang, macht zu. In rechts 3, Senke. Links 5, 3, macht zu. Welle. 100 durch Senke. In Kuppe, vielleicht Sprung. 80. Rechts 3. In links 2 lang, macht auf. In offene Kehre. Rechts 100. Links 6. Rechts halten über Kuppe. Okay. Okay, aktuell tue ich zurück. Kuppe 80. Aber das kann man noch aufholen. Über Kuppe 80. Rechts halten über Kuppe 80. Achtung, Kuppe links 2. 60 durch Senke. Links halten über Kuppe. Rechts 6. Links 3. In Kuppe rechts 3. Ah, ist alles noch nicht am Limit. Achtung, links 3 verengt sich. In rechts 4 macht auf, lang. 80 durch Senke. Links 5, 60. Mittig halten über Kuppe. Bis Ziel. Okay, fahr zum Marshall. Also trotz Fehler Platz 1 mit einer Sekunde. Das ist ja mal heftig. Da war eine Strafe drin, da waren Fehler drin. Und bin trotzdem auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad auf der 1. Also das ist schon, ja, leider ein bisschen beängstigend. Wir schauen mal ganz kurz auf die Wertungsergebnisse. Also auf Platz 1. Und ich habe eine 4 Sekunden Zeitstrafe. Und das muss man mal abziehen. Plus, dass ich da nicht rausgekommen bin. Und das war alles im... ja, in der dritten Zwischenzeit und überall woanders war ich schneller. Also das geht hier ohne große Probleme. Geringer Karosserieschaden und die Schlüssel waren mir durch beschädigt. Aber ich fand das ein bisschen spät angesagt. Oder ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, ob ich einfach zu spät reagiert habe. Würde mich auch mal gerne interessieren. Also für mich war das eigentlich zu spät angesagt. Die zweite Wertung. Länge 4,3... 5 Kilometer, 10 Meter Höhenunterschied, Schaub und grober Schotter, unsere Startzeit besiegt um 16.05 Uhr und es ist bedeckt. Bei den Lauf, weil wenn ich fahre, werde ich hauptsächlich wenig kommentieren. Aktuelle Position erster, das scheint momentan sehr gut zu sein. Viermal die schnellste Zwischenzeit, haben wir schon dreimal und eine saubere habe ich noch nicht. Dann würde ich einfach mal sagen, wir starten, oh, unterschiedliche Bedingungen hier. Mit einer fehlerfreien Wertungsprüfung verdienen wir uns einen besseren Ruf. Ja, bleibt mal ruhig. Nächster Gegner, okay. Habe ich gerade gesehen, dass er die Karte aufgebaut hat. 5, 4, könnt ihr das nochmal kontrollieren? 2, 1. Los, 110 durch Senke. Es geht los. Links halten, über Kuppe. Senke rechts, 5, nicht schneiden. Kuppe rechts, 4, nicht schneiden. In Kuppe, 80 durch Senke. Also schneiden wollte ich die auf keinen Fall, im Gegenteil. Senke, Kuppe, durch Tor. Senke. Kuppe, Brücke. Brücke. Durch Senke.
Kuppe, vielleicht Sprung, senke. Oh, das erinnert mich an Finnland hier. Rechts, halten über Kuppe, 110 durch Senke, rechts 5, in links 6 lang, mach zu, über Kuppe, nicht schneiden, rechts 5, 60, 80 durch Senke. Nein, er hat doch gesagt, die macht zu. Und da vergeige ich es mir. Da vergeige ich es mir. Er hat gesagt, die macht zu. Aber das war. Oh. Da war der erste Fehler drin. Links 5, Kuppe in Kuppe, nicht schneiden. Oh, ich mag Kuppen in Kuppen nicht. Links 5, lang, nicht schneiden. 80. Achtung, bremsen, Welle, kehre rechts. Kuppe links 5, kehre. Hier. Rechts halten über Kuppe. Rechts halten über Kuppe. Links 3, über Kuppe. Alter, hier ist alles Senke, Kuppe. Links 5, Kuppe in Kuppe. 80 durch Senke. Links 5, lang. Durch Tor, links 4. Durch und Tor und dann links 4. Und dann rechts 2 über Kuppe. Zwei. 80 durch Senke. Links 5, Kuppe, Senke. Rechts 3, über Kuppe. 80 durch Senke. Kuppe, 200. Boah. Senke rechts, 5, Kuppe, kehre links, Welle, 80. Oh, da war ja was. Ist ja noch einigermaßen genommen, würde ich sagen. Rechts, dafür, dass ich ein bisschen spät reagiert habe. In links, 4. In rechts, 5, 60. Rechts, 3, lang, macht auf, über Kuppe. Senke rechts, 5. 80 durch Senke. Links, 3, über Kuppe. Senke, Kuppe. Rechts halten, über Kuppe, 80. Ah, da war die doch enger. Achtung, Kuppe links. Ich will wieder zurück, ich will wieder zurück, ich will wieder zurück. Achtung, Kuppe links. Nächste Zeitstrafe. Oh mein Gott, das läuft jetzt hier gar nicht nach Plan. 60 durch Senke. Oh, das ging gar nicht gut. Links halten, über Kuppe. Rechts 6, nicht schneiden. Rechts 4, nicht schneiden. In links 3. In rechts 4, macht auf, nicht schneiden. Links halten, über Kuppe. Ja, die ersten sind schon durch. Bis Ziel. Das sind, oh, 4 Sekunden, okay, 12. Es geht aber wieder noch, also es ist jetzt nicht viel. 12 Sekunden, da waren nämlich wieder deutliche Fehler drin. Alles klar, die Zeiten wurden aufgezeichnet. Ja, aber mein Auto sieht aus, guckt euch mal an, ey. Alter, der einmal richtig abgeflogen zum Schluss, das war nicht nötig. Absolut nicht, Alter, die Musik, ey. Ey, da muss man ja aufpassen. 7. 14 Sekunden. Ja, fängt schon an vorne und dann, ja, dann geht's ab. Also, im Normalfall, wenn ich durchkomme, reicht das hier. Und zwar wirklich reicht das. Ich muss echt aufpassen wegen der Musik hier. Ja, Australien, Länge 3,15 Kilometer, Höhe 15 Meter, Staub, grober Schrotter. 18.20 Uhr ist die Uhrzeit für uns und wir dürfen in den Servicebereich gehen. Momentan 4. Mindestens 15. sind wir. Aber wir sind immer noch nicht durch. Ein Ziel haben wir geschafft schon mal. Immerhin. So, wir wollen unser Fahrzeug reparieren. In Standard-Reparaturen bitte. Keine sichtbaren Schäden. Okay, Reparaturen bestätigen. So. Dann würde ich sagen, auf zur nächsten Prüfung. Die Bedingungen sollten auf unserer Seite sein. Der Marshall hat nichts zu berichten. Der hat ja grundsätzlich nichts zu berichten. So, wir haben einen Klassenführer. Jetzt versuche ich mal das Ding hier. 5, 4, ja, einigermaßen. 2, glimpflich 1, über die Bühne zu bekommen. Los. Links halten über Kuppe in Kuppe. Vielleicht. Oh, 150. Ich mag das Achtung, nicht. Welle, Kuppe über Kuppe, über Kuppe, dann rechts. Boah, Kuppe links, hier ist es sehr Senke. Dunkel. Rechts halten über Kuppe. Okay. Links 5, Kuppe in Kuppe, nicht schneiden, 80 durch Senke. Links 5, lang, nicht schneiden, links 5. Rechts 6, lang über Kuppe, okay, nicht schneiden. Also der Schotter, der sorgt dafür, dass links das Heck fünf. Gerne kommt. Links 5, in rechts, 3 über Kuppe, nicht schneiden, in links 4. In rechts 5, durch Tor, 60, links 5. In rechts 4. Ah, knapp berührt. Nicht schneiden. In rechts 5. Senke. Kuppe, Rücken. 100 durch Senke. Kommt mir das bekannt Sprung, vor? Senke, Kuppe. 100 durch Senke. Kuppe, vielleicht Sprung, Senke.
Links 5, rechts 6, lang über Kuppe. Ich sage, das kommt mir bekannt vor. Links 5, 110 durch Senke. Links halten über Kuppe in Kuppe. Vielleicht links halten. Rechts halten über Kuppe 80. Achtung, Kuppe links 2, 60 durch Senke. Hier ist die 2. Links halten über Kuppe. Rechts 6, nicht schneiden. Links 4, macht zu, nicht schneiden. In rechts 3. In links 4, nicht schneiden, 60. Rechts 3, nicht schneiden. In links 2, lang macht auf. In offene Kehre, rechts 80. Links halten, über Kuppe. Ah, völlig in Ordnung. Bis Ziel. Okay, schon. Langsam zum Marken. 6,7 Sekunden aufgeholt, super. Super. Wie gesagt, fehlerfrei muss man bleiben. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Danke, dass es unschlagbar war. Event, damit sind wir nach vorne gerückt auf P2. Damit haben wir noch knappe 6 Sekunden Rückstand. In der Wertung waren wir Erster. Überall schneller. Gut, im ersten Sektor konnte man nicht viel holen, aber im Schluss und im zweiten waren wir top. Das heißt, wir haben noch eins, wo wir das quasi nochmal aufholen können. Nämlich in dem vierten Rennen. 4,47 Kilometer lang, 50 Meter hohen Unterschied, Staub und grober Schutter. 19 Uhr also am Abend und es ist teils bewölkt. Dann wollen wir doch einfach mal. Bitte, ich will starten. Okay, wir müssen weiterhin Erster werden in unserer Fahrzeugklasse. Wir scheinen starten zu können. Keine Verzögerung. Keine Verzögerung finde ich gut. Fünf, aber es ist vier, fast dunkel drei, hier. Also ich sollte noch mehr sehen als eins, die später starten. Links 5. Rechts 5. 80 durch Senke. Links 5. Lang mach zu. Nicht schneiden. In rechts 3. Mittig halten über Kuppen. Ja, die macht zu. Ich hab's gemerkt. Das waren aber keine 5 mehr. Das war fast eine 4. Rechts halten über Kuppe. Links 4 macht zu. Nicht schneiden. In rechts 3. In links 4. Oh. Nicht schneiden. 60, und dann habe ich hier 80, mehr Glück als Verstand. Vorsicht, Kuppe rechts 5. In links 6. 80. Rechts 5. 80 durch Senke. Links 2. In links 2 über Kuppe. In rechts 4. Gottes Willen. In 2. Rechts 5, in 4. Keine Ahnung, wie ich da nur 2 Sekunden rausgeholt habe. Achtung, Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts 5, nicht schneiden, 200. Links 6, in rechts 2 lang. Lang. Das heißt, früh anbremsen. 60, 80 durch Senke. Links 3 über Kuppe. Senke, Kuppe. Links 5. In rechts 4. In links 3 über Kuppe, nicht schneiden. In rechts 5. Durch Tor, 80 durch Senke. Vorsicht, Kuppe rechts 5. In links 6, 80. 80 durch Senke. Links 3 über Kuppe. Senke, Kuppe, durch Tor, Senke. Welle, Brücke, 100 durch Senke. In Kuppe, vielleicht Sprung, 80. Rechts 5, lang, nicht schneiden. Achtung, Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts 5, nicht schneiden. 110 durch Senke. Ist leicht links instabil. Kuppe in Kuppe, vielleicht Sprung. 60. 80 durch Senke. Links 3 über Kuppe. Senke, Kuppe. Links 5. Wow. In rechts 4, nicht schneiden. In links 3 über Kuppe. In rechts 5. Rechts 4. In links 3. In rechts 4. Macht auf. Links 4. Kuppe. Ah, die eine Etappe, die. Ja, rechts die ist 2, die schlimme. 80. Kuppe links 3. Achtung, links 3 verengt sich. Bis Ziel. Okay, bring es zum Marshall. Am Ende bin ich noch vorne eine Sekunde. Aber ich glaube, das reicht nicht. Boah, wie der nochmal die Hinterachse gekommen ist. Sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Ja, aber die eine, die haut es jetzt endgültig raus, damit es nicht reicht.
Ja. Oh, die eine Prüfung haut es leider nicht aus. 1,3 Sekunden. Trotz auch hier Fehler. Ja. Am Ende ist es Platz 2. Oh, 4 Sekunden. Ja. Gut, am Ende reicht es dann nicht ganz. Reicht nur für P2. Schade. Wirklich schade. Haben wir leider nicht geschafft. Das haben wir aber locker geschafft. Das haben wir auch locker geschafft. Und das haben wir leider nicht geschafft. Okay, 2000 Credits. Ja, immerhin. Und jetzt weiß ich, was die Teamabgaben sind. Boah, das sind ordentliche Credits. Damit steigen wir auf Level 7 unerfahren. Ja. Aber das gibt ja richtig Cash. Damit habe ich jetzt 67.000. Damit hätten wir das hier geschafft. Könnte ich mir hier auch, ja, mit dem könnte ich das hier auch fahren. Das wäre ja auch eine Alternative. Ja, das ist ja der. Schwierigkeitsgrad, das bleibt so. Ich möchte aber kurz was anderes gucken. Wo gibt es dieses Mein Team, dass man hier so weit zurück muss? Neue Sponsoren und so weiter haben wir wahrscheinlich nicht bekommen. Oder neue Verträge. Aber ich bin jetzt unerfahren. Das heißt, ich könnte mir, glaube ich, einen neuen Techniker oder so holen. Oder einen anderen Techniker.